Halli, Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es das Perlenschlüssel-Tutorial, denn das haben sich ja einige von euch gewünscht. Und da ich gerade spontan Lust habe, neue Perlenschlüssel zu machen, habe ich gedacht, werde ich das gleich verbinden. Zuerst zeige ich euch jetzt mal, was wir für einen Perlenschlüssel alles brauchen. Zum einen brauchen wir natürlich einen Schlüssel. Ich habe mich jetzt für diesen filigranen Schlüssel mit den Ornamenten entschieden. Der ist ziemlich groß, den habe ich aus einem China-Shop bestellt. Ja, ich werde mir demnächst auch noch mehrere Farben davon bestellen, weil ich die wirklich relativ gut finde. Es gibt ja auch noch goldene und kupferfarbene Schlüssel und ich denke mal, da werden auch demnächst noch einige bei mir einziehen. Dann brauchen wir Perlen in verschiedensten Farben und Formen. Ich habe hier jetzt ganz viele schon mir hingestellt, weil ich heute große Lust habe, einige noch zu machen. Und dann brauchen wir noch Draht. Ich habe mich jetzt hier natürlich für einen Silberdraht entschieden, weil der Schlüssel Silber ist. Der Draht ist relativ dünn, wie man es vielleicht jetzt erkennen kann. Ich finde, wenn sie dünner sind, kann man sie besser verarbeiten. Also ich habe es jetzt auch schon mal mit einem dickeren Draht probiert, und zwar in Bronze. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Deswegen, der Draht sollte schon relativ dünn sein. Ich habe den jetzt von so einer Spule genommen. Die hat die liebe Mama vom Müller, glaube ich, gekauft. Und ja, es ist nicht ganz so teuer und ist einfach super geeignet. Und ich würde jetzt sagen, wir starten direkt durch. Ja, ich habe mir jetzt schon mal ein langes Stück abgeschnitten. Genau, also es ist sehr, sehr lang, weil ich mache immer lieber ein bisschen mehr Draht als zu wenig, was dann am Ende immer sehr, sehr ärgerlich ist. Und ja, am Anfang nehmen wir uns ein Stück Draht in die Hand, was wir auch ein bisschen glatt ziehen, weil wir das jetzt gleich schön biegen müssen. Falls jetzt jemand etwas empfindlicher ist, kann er sehr, sehr, sehr gerne eine Zange dazu verwenden. Ich versuche das jetzt ohne Zange, meistens klappt es. Und zwar nehme ich dazu jetzt den Schlüssel. Ich habe mir jetzt hier so ein kleines Stück sozusagen vorpositioniert, um den um den Schlüssel zu wickeln. Bedeutet, ich brauche einen Anfang, und damit das gut hält, wickle ich quasi ein Stück des Drahtes mehrmals herum, dass ich quasi einen Anfang kriege. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich steche jetzt von oben rein. Man kann natürlich die Perlen beliebig auf jeder Seite anordnen, ob jetzt so oder so. Das ist relativ. Ich mache es jetzt häufig so, weil mir das einfach besser gefällt, wegen dem unteren. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Und ja, je nachdem, wie viel man umwickeln möchte, ich nehme meistens jetzt so ein Stück und tue das Umwickeln. Ich steche quasi mehrmals hier durch und ziehe das sehr, sehr gut fest. Also es sollte schon gut sitzen, dass das nicht mehr aufgeht. Und deswegen mache ich das auch mehrmals drumherum, dass das wirklich fest sitzt. Und falls jetzt jemand da etwas empfindlicher ist, kann er sich sehr, sehr gerne eine Zange dazu nehmen. Mache ich manchmal auch, wenn mir das zu fummelig ist. Aber heute versuche ich mal, ob das funktioniert. Auch so. Meistens klappt es eigentlich so auch. Manchmal ein bisschen fummelig, aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Zur Not kann man sich natürlich auch eine Schere dazu nehmen, um das darum zu wickeln. Das ist ja auch gar kein Thema. So. Und wenn ich das habe, gehe ich nochmal mit meinem Draht. Man kann natürlich jetzt entscheiden, möchte ich von oben oder von unten einstechen, je nachdem, was euch da lieber ist. Also mir ist das eigentlich relativ. Ich kann gut von oben arbeiten oder von unten. Wickeln wir das nämlich auch nochmal ein paar Mal so rum, dass das wirklich gut festsitzt. In meinem Fall, ich gehe jetzt von oben rein. Ich glaube, von oben gefällt mir das heute besser. Aber im Endeffekt ist das, wie gesagt, eigentlich total egal. Aufpassen, dass man sich dennoch nicht schneidet. Eigentlich habe ich mich an diesem Schmuckdraht noch nie geschnitten, aber dennoch bitte ein bisschen aufpassen. Das könnte natürlich dennoch sein. So. Und wenn ich dann hier zwei, dreimal rum bin. So. Gucke ich mir das jetzt nochmal im Nahen an, ob das wirklich auch gut alles sitzt und fest ist. Moment, das eine hat sich etwas nach hinten gebogen, was natürlich nicht sein sollte. So. So schaut das jetzt aus und es sitzt sehr, sehr gut fest. So, jetzt können wir schon mit der ersten Perle loslegen. Ich habe mich jetzt für einen grünen Perlenschlüssel entschieden. Und am Anfang nehme ich meistens eine kleinere Perle, weil ich gerne zwischendurch größere Perlen aufsetze. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Und ja, den tue ich jetzt ganz normal auf den Draht ziehen, bis er an meinem Schlüssel angekommen ist. Und dann wird es wieder wichtig,
wir positionieren dann die Perle, je nachdem, wie ihr sie hinhaben möchtet. Man könnte sie jetzt oben, da unten, überall, je nachdem. Aber ich möchte jetzt hier oben anfangen. Und jetzt ist wichtig, Perle gut festhalten. Wir stechen jetzt nämlich wie beim Nähen von oben nach unten rein, von links und rechts. Das bedeutet, ich nehme meinen Draht, ich halte die Perle gut fest, dass sie nicht verrutscht. Weil es kann sein, wenn man die nicht festhält, dass sie dann sich am Ende so ein bisschen bewegen kann und das ist ein bisschen nervig. Und ja, jetzt steche ich quasi von unten nach oben wieder ganz normal durch, wie jetzt am Anfang schon. Wiederhole den Vorgang 2 bis 3 Mal, halte die Perle immer noch gut fest, dass sie nicht weg kann und ziehe gegebenenfalls auch etwas dran, dass es wirklich fest dann sitzt. Klar, die Perle kann sich schon etwas drehen, das schadet nicht, aber halt nicht, dass sie sich eventuell wieder losmacht. Das wäre natürlich ungünstig. So. Seht ihr, was ich meine? Dann rutscht die nämlich noch so weg. Und dann muss man. Hoppla. Das wollte ich jetzt nicht mitnehmen. So. Und wenn ich das dann habe, 2 bis 3 Mal auf der linken Seite in meinem Fall, mache ich das auch noch von der rechten Seite. Dann gehe ich, komme ich von hier und mache das genauso, dass es quasi von der anderen Seite auch noch festgemacht wird, dass die nicht mehr weg kann, die Perle. Das ist mit dem langen Draht immer ein bisschen schwierig, muss man aufpassen. Besonders jetzt im Video. So. Und geh durch. Am besten, also ich mache es meistens 3 Mal, dass es wirklich fest sitzt. So. Und dann ist die erste Perle eigentlich schon befestigt. Sie kann zwar so ein bisschen hin und her, aber das ist nicht schlimm, aber sie haut mir jetzt nicht nach oben oder nach unten ab. Genau. Dann nehmen wir in meinem Fall jetzt eine größere Perle. Und das machen wir das gleiche Prinzip wieder. Wir fädeln sie auf. Und gucken am besten, wie wir sie positionieren. Also man kann sie natürlich jetzt so machen, dann da hier oben vielleicht oder hier unten. Also mir gefällt es jetzt hier ganz gut. Und dann halten wir sie genauso wieder fest wie die erste. Und dann machen wir genau das gleiche. 3 von oben einstechen 3 Mal und 3 von unten. Dass das wirklich gut festsitzt. Ist ein bisschen schwierig durch die Kamera jetzt zu sehen. Was alles Silber ist. Na, Moment. Ich nehme das mal kurz zu mir. So, jetzt bin ich durch. So, komm her, komm da durch. So, am besten sollte man das definitiv irgendwie nah am Körper machen. So, ne? Weil das wirklich ein bisschen schwierig ist, dass man auch einen guten Halt hat. Und ja, da macht man dieses Prinzip immer wieder. So, jetzt hat mir jemand geschrieben. Ungünstiger Zeitpunkt. Geht jetzt nicht. So. Und so macht man das jetzt immer wieder. Und ja, man macht das so lange, bis man unten angekommen ist. Den Abschluss ist auch ganz einfach. Das zeige ich euch jetzt einfach hier unten. Und zwar, man geht, wenn man halt unten am Rand dann angekommen ist, oder je nachdem, man kann natürlich auch oben wieder aufhören, knotet man das sehr, sehr gut fest hier drum und macht es dann wie oben, dass man nochmal einen Gegenpart macht, dass es wirklich fest sitzt. Und das ist dann die ganze Kunst des Perlenschlüssels. Ich lasse mich immer spontan inspirieren, weil am Anfang habe ich mir die Perlen immer so hingelegt, wie ich sie gerne auf dem Perlenschlüssel hätte. Was aber definitiv nicht funktioniert, weil es immer wieder anders wird und hast und ne, also es wird immer wieder anders und sieht anders aus. Deswegen mache ich das jetzt immer spontan und überlege mir dann, wie ich die anordne, also währenddessen ich es mache. Und ja, nach ein bisschen Übung dauert ein Perlenschlüssel nicht mehr lange. Am Anfang habe ich das sehr, sehr lange für einen gebraucht. Mittlerweile geht das ratzi-fatzi. Und ja, das ist die ganze Kunst des Perlenschlüssels. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte den einen oder anderen etwas inspirieren dazu. Und somit wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis bald, meine Lieben. Ciao!